KW Kirche. Gedanken zur Woche. Ja, alle im Ruhrgebiet, die werden wohl seit heute sagen, den Fußballgott, den gibt es nicht. Er hat mich nicht erhört. Mich schließe ich da ein und Millionen Fußballfans wohl auch. Denn es ist nichts geworden mit der Meisterschaft im Pott. Die Schale geht zum 11. Mal in Folge und das muss man sich mal vorstellen nach Bayern. Aber so ist das Leben. That's life. Ja, wir haben alle gehofft, wir haben alle gebetet hier im Ruhrgebiet. Selbst Fußballfans, die nichts mehr mit Kirche zu tun haben und vielleicht auch schon ausgetreten sind. Selbst die haben Gebete zum Himmel geschickt, waren vielleicht auch in der Kirche der Nachbarschaft, haben Kerzen angezündet für einen Sieg des BVB, damit die Schale ins Ruhrgebiet kommt. Wurde aber nix. Hat alles nix geholfen. Fußball ist wie das richtige Leben. Es geht auf, es geht ab, es gibt Höhen und es gibt Tiefen. Höhen, wenn ein Tor fällt, Tiefen, wenn eine rote Karte gezückt wird. Ja, und am Ende des Spiels, wenn die eigene Mannschaft verloren hat, ist dann die Trauer groß. Vor allen Dingen am letzten Spieltag, wenn es wirklich um die Meisterschaft ging. Ich wette, jeder im Stadion, in den Kneipen, zu Hause, jeder, der ein Herz für den Ruhrpott hat, hat mitgefiebert, hat 90 Minuten geschwitzt, nasse Hände gehabt, ein Wechselbad der Gefühle erlebt. Ja, und dann beim Verlust der Meisterschaft haben sie sich alle in den Armen gelegen und geweint, ganz gleich welcher Nation. Das erinnert aber dann doch auch irgendwie ein bisschen an Pfingsten. Da haben sich plötzlich auch alle Menschen unterschiedlicher Kulturen und Sprachen verstanden, als der Heilige Geist auf sie niederkam. Und ich denke, auch sie haben geweint, allerdings da wohl eher vor Freude. Zurück nach Dortmund. Da wird sicherlich heute noch geweint, aber ich denke morgen nicht mehr. Denn grundsätzlich steht man ja zusammen und wir alle stehen wieder auf. Wir nehmen einen neuen Anlauf nach der Sommerpause. Und dann wird der Fußballgott wieder alle begleiten und behüten. Dann zünden wir wieder Kerzen an und glauben wieder an einen Sieg und dass die Schale ins Ruhrgebiet kommt. Denn eins ist gewiss, Gott begleitet uns alle. Heute, morgen und an jedem Tag. Kopf hoch und Glück auf! Diese und alle anderen Sendungen vom Bürgerfunk Recklinghausen auch als Podcast. www.podcast-re.de